Hey, what's up, guys? Wir spielen, ja, wer hätte es gedacht? Junk Doppel Chaos Plant. Und wer sich jetzt fragt, hey, warum sieht denn das so anders aus auf einmal? Man kann das Ganze verändern, je nach Geschmack und so. Also verschiedene Sachen müsst ihr euch mal umgucken. Impro, ich sag dazu jetzt nicht. Wait, what? Sing for six? Geier. Okay. Synchro Fairies? Oh, what? Ich habe die Track. Ich lass ihn mal machen. Im Extremfall habe ich. Im Extremfall habe ich halt das Dark Hole noch. Also nicht das Problem. Reborn. Warum Hacker Trees? Ich hätte gesagt, Herald eher. To go for an 8? Ja, ich würde gerne die Track specialen. Mit 3000 ATK. Ich finde Channel. Also, er hat mit Gaia angegriffen. Okay. It's cool, Bro. Heavy. Und ich kann 4. Ja, ich schmeiß auch die 4 ab. Nee, tue ich nicht. Das wäre dumm. To attack. So, weg damit. So. Dann kommt Enturn. Ich will gucken, was er macht. Wie viele Feen hat er oder hat er Agent? Okay, er hat nur. Die bringt ihm jetzt gar nichts. Okay. Zephyros. Ja, yeah, go for Zephyros. So. Also ich habe erst kürzlich, oder das ist kürzlich, ich habe heute von dieser Funktion in Pro hier erfahren, dass man hier einiges verändern kann. Und ich bin sehr überrascht, bin immer noch am Werkeln so ein bisschen und mir gefällt es einfach, als diese ganzen Optionen. Also ich schmeiß zwei ab, dann Tuning Wear und Doppel. Okay, und das ist anscheinend hier Game. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Das war Chaos Plants. Man hat da nicht wirklich was von. Nicht komplett die Deckvielfalt jetzt hier gesehen von dem Deck hier, weil Toolbox-Decks sind da eher meine Schiene. Wie dem auch sei, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.